Das Triebwerk besteht aus 8 separaten Modulen. Dies ist der Fan, der sichtbare Teil an seiner Frontseite. Er hat einen Durchmesser von 3 Metern und seine 22 Blätter drehen sich mit 1500 Kilometern pro Stunde. Ihre Spitzen bewegen sich schneller als Gewehrkugeln. Der Fan saugt die Luft vorne ein. Im Kompressor wird die Luft verdichtet. Zusammen mit dem Treibstoff wird sie entzündet und verbrannt. Und der Ausstoß erfolgt durch das hintere Ende. Das Gas strömt durch die Turbinen. Diese Energie treibt die Kompressoren und den Fan an. Es entsteht Schub und die Maschine fliegt.